britische Spieleentwickler iRheem schuf 1987 mit R-Type ein wahrlich ikonisches Shoot'em'up, welches das gesamte Genre auf ewig geprägt hat und mit zu den maßgeblich einflussreichsten Videospielen aller Zeiten gehört. 1988, nur ein Jahr darauf, zog ein weiterer Titel aus der Feder iRheems in die Arcades ein, der vielleicht nicht ganz so innovativ und wegweisend daherkam, aber dennoch genug Potenzial besaß, um vor allem eins zu machen. Spaß! Veröffentlicht wurde das Spiel unter dem Namen Maikyu-jima, was so viel wie Maze oder Labyrinthland bedeutet und den Kern des Spiels bereits recht gut wiedergibt. Hierzulande kennt man es aber eher als Kickle Cubicle. Mit der Spielhallenversion selbst dürften, denke ich mal, auch nur die wenigsten von uns in Kontakt gekommen sein, da nämlich um 1990 herum der sehr viel leichter zugängliche NES-Port weltweit veröffentlicht wurde und euch die Knobel-Action direkt ins Wohnzimmer gebracht hat. Übernehmt die Rolle von Kickle, der als einziger dem bösen Wicked Wizard King trotzt und nun der Aufgabe zuteil wird, das Königreich aus seinem vereisten Dasein zu befreien. Alle anderen Bewohner des Landes wurden in sogenannte Dreambags gesteckt, die es in jeder Stage einzusammeln gilt. Um das zu erreichen, können Gegner mit Kickles wunderbarem Eisatem eingefroren werden. Diese lassen sich dann bequem hin und her schubsen, um beispielsweise Brücken zu entlegenen Plattformen zu bauen. Manche Feinde zerspringen aber auch, sobald man versucht, sie zu bewegen oder tauen unmittelbar wieder auf. Zusätzlich können noch kleine Eispfähle errichtet werden, die sich hervorragend als Stopper benutzen lassen, um die tiefgefrorenen Widersacher in die richtige Bahn zu lenken. Was gerade in den späteren Leveln bitter nötig ist, um auch nur ansatzweise voranzukommen. Diese werden nämlich von Mal zu Mal fordernder und verlangen einiges an Hirnschmalz von euch. Vor allem, wenn noch fiesere Gegner und Hindernisse einem am Voranschreiten hindern wollen. Das Spiel selbst ist unterteilt in vier verschiedene Welten, die alle einem bestimmten Thema zugeordnet sind und mit genügend Leveln zum Knobeln gespickt sind. Am Ende einer jeden Welt wartet natürlich der obligatorische Boss, der stets auf dieselbe Art und Weise bezwungen werden möchte, nur mit dem Unterschied, dass die späteren, obligatorisch, schneller und aggressiver dabei werden. Und damit meine ich dich, du kleine, ungeliebte Schildkröte. Wer es schafft, das Spiel zu beenden, darf sich noch an 30 weiteren Special Stages probieren, die ordentlich anziehen im Schwierigkeitsgrad. Für alle Importfreunde sei noch ganz kurz angedacht, dass in der Famicom-Version dezent mehr Feinde pro Stage auftauchen und dass ihr hier die Möglichkeit besitzt, die Level in einer Welt frei zu wählen. Wohingegen euch die NES-Version vorschreibt, in welcher Reihenfolge sie gespielt werden sollen. Ist auch kein Beinbruch, ich wollte es nur ganz kurz erwähnt haben. Ich kann euch sagen, ich mag das Spiel, aufgrund seines simplen, aber auch fordernden Gameplays. In Verbindung mit dem niedlichen Look und der richtig stimmigen Musik, die in den einzelnen Stages zwar nur aus einem einzigen Track besteht, aber dennoch ordentlich rockt, kann ich euch nur raten, mal einen Blick zu riskieren, da es sich hier um eins der wohl unterrepräsentiertesten NES-Games handelt, das man auch heute für echt kleines Geld haben kann. Stichwort Hidden Gem. Also wenn ihr es günstig seht, unbedingt mitnehmen. Ist ein absoluter Klassiker aus meiner Kindheit und vielleicht findet ihr ja noch ein paar weitere Fans. Deswegen.